Wenn ihr in Dying Light 2 Geldnot habt, dann seid ihr in diesem Video goldrichtig. Ich zeige euch, wie ihr super schnell und leicht Geld machen könnt. Servus Dying Light Freunde, schön, dass ihr auch bei diesem Video mit dabei seid. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Corey Fios. Bei mir gibt es News und Guides zu Open World und Rollenspielen. Sind auch schon einige Guide-Videos zu Dying Light 2 draußen. Ich habe auch gesehen, dass viele von euch im Multiplayer spielen können. Ich habe es ja im letzten Video gefragt, wie es bei euch aussieht. Scheinbar ist es so ein bisschen 50-50. Der eine kann online spielen, der andere nicht. Bei mir geht es leider nicht. Ich werde das Spiel jetzt aber über die Nacht runterladen. Vielleicht funktioniert es dann auch morgen durch die Neuinstallation. In der ganzen Offline-Zeit habe ich auf jeden Fall einiges gefarmt und einen richtig geilen Geldtrick gefunden. Es ist kein Glitch, sondern wirklich einfach nur Geld farmen, wie es auch der Entwickler vorgesehen hat. Dadurch kann man aber so viel Geld farmen, dass man im Endeffekt alles im Spiel kaufen kann, was wirklich genial ist. Ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Das Geile an diesem Trick ist, dass ihr ihn die ganze Zeit machen könnt, egal ob ihr euch am Anfang, in der Mitte oder am Ende der Story befindet. Ihr braucht auch keine besonderen Gegenstände, um das zu machen. Müsst nicht besonders stark sein. Ihr könnt das solo machen, was auch sehr wichtig ist. Und gleichzeitig könnt ihr das Ganze beliebig oft wiederholen und so eben unendlich Geld anfarmen. Ich bin auch schon hier an der richtigen Location, kann es euch gleich zeigen, wo es auf der Map ist. Ist eine dunkle Höhle. Hier warten ein paar Gegner auf euch. Sind, glaube ich, um die 4 bis 5 Stück. Das sind wirklich sehr wenig. Es gibt auch andere dunkle Höhlen, wo bei weitem mehr Gegner sind. Und wenn ihr alle Gegner ausgeschaltet habt, dann könnt ihr hier reichlich Wertobjekte looten. Heute Mittag kommt übrigens auch noch ein Video raus. Da zeige ich euch, wo man Artefaktwaffen findet. Auch schon sehr früh im Spiel und auch Artefakt-Rüstungen, das habe ich auch soweit schon rausgefunden, könnt ihr auf jeden Fall euch freuen. Ihr seht hier zum Beispiel auch, ich gehe jetzt an die allererste Kiste hin und dort hole ich eben verschiedene Wertsachen raus. Schmuck zum Beispiel, Wodka aus der alten Welt und die kann man eben gewinnbringend verkaufen. Es ist immer zufallsmäßig, was hier in diesen Kisten natürlich drinnen ist. Manchmal hat man was Grünes, manchmal was Blaues, manchmal was Episches. Ihr lootet hier einfach sehr schnell durch. Im Schnitt bekommt man dann hier 3600 bis 3800 Geld aus der alten Welt dann raus und mit dem kann man sich dann in 5 Minuten, muss man ehrlich sagen, vielleicht auch unter 5 Minuten, kommt drauf an, wie schnell man die Gegner killt und wie schnell man hier eben alles durchlootet. Ihr seht schon bei mir. Und mit ungefähr 4000 Geld aus der alten Welt kann man sich wirklich schon sehr viel kaufen und wie gesagt, das geht eben unendlich oft. Ich gehe jetzt hier auch noch einen Stock höher. Hier ist noch ein etwas schwieriger Gegner, der ist ein bisschen gepanzert, aber mit einer guten Artefaktwaffe kann man ihn wirklich ratzfatz töten. Und ihr seht schon, hinter ihm sind nochmal 2 weitere Truhen, die man eben öffnen kann. Und hier sind bei mir auch die ersten epischen Wertgegenstände rausgekommen, die ich dann eben gewinnbringend verkaufen kann. Ihr seht es bei mir jetzt hier auch am Schluss beim Händler. Bin jetzt einmal komplett den Raum eben abgegangen, habe jetzt hier 3600 Geld aus der alten Welt bekommen. Und top konnte ich noch einen Tresor öffnen, der ebenfalls nochmal 250 Geld aus der alten Welt gegeben hat. Das Gameplay, was ihr jetzt auch gerade gesehen habt, ist natürlich nicht diese komplette Höhle. Da ist bei weitem noch mehr drin, aber es macht natürlich auch keinen Sinn, euch jetzt noch mehr zu zeigen. Einfach immer die ganze Zeit den rechten Stick reindrücken, dass alles hervorgehoben wird, was man looten kann und lootet diese ganze Höhle durch. Die Location, von der ich rede, befindet sich hier an dieser Stelle, ist auch noch gleich im allerersten Gebiet, könnt dort direkt hingehen. Es ist eben diese dunkle Höhle, ihr seht schon Chance auf Wertobjekte. Ihr müsst über das Dach einfach reinlaufen, habe mich da wirklich am Anfang zu Tode gesucht. Einfach oben rein und dann alles immer abscannen, die paar Gegner töten und dann kommt ihr mit reichlich Wertobjekten eben raus. Es gibt natürlich noch mehr von diesen Höhlen, seht ihr hier überall auf der Map, sind sie eben verteilt, aber die, wo ich gefunden habe, ist wirklich sehr gut von den Wertobjekten. Es gibt hier unten noch eine weitere, seht ihr hier an dieser Stelle. Die könnt ihr danach auch direkt abfarmen. Dort habe ich aber allgemein ein bisschen weniger Geld rausbekommen. Sieht lustigerweise von innen fast gleich aus. Allgemein ist da, hat da, wie soll ich sagen, der Entwickler Techland ein bisschen arg Copy-Paste gemacht. Nichtsdestotrotz kann man dort eben in der unteren Höhle auch nochmal weitere Wertobjekte farmen. Es gibt natürlich auch weitere. Ihr könnt selber auch mal ein bisschen über die Map schauen, wo man noch Wertobjekte farmen kann. Ihr seht ja einfach die Boxen. Manchmal sind dort aber auch Infizierte oder Monster drinnen und das sind eben wirklich ein ganzer Haufen und da braucht man dann schon länger zu farmen. Man muss dann auch natürlich Materialien verballern, wie zum Beispiel Molotow-Cocktails, um alle auf einmal zu töten. Ihr könnt natürlich auch dort reingehen, aber dort, wo diese Zombies drin waren, oder eher gesagt Monster-Zombies darf man ja nicht sagen, bin ich deutlich mit weniger Materialien, Wertobjekten rausgegangen, als bei den 2 Locations, die ich euch gezeigt habe. Mit
Mit Sicherheit gibt es aber auch nochmal ein paar andere, wo normale Gegner drin sind, wo ihr dann eine schöne Route farmen könnt und so innerhalb von einer Stunde easy 20.000 bis 30.000 Geld von der alten Welt euch anfarmen könnt. Das Geniale ist, alle 30 Minuten setzen sich diese Gebiete zurück und ihr könnt dann nochmal neu reingehen und ein zweites, drittes, viertes, fünftes und so weiter mal eben die ganzen Wertobjekte rausholen. Ihr könnt es natürlich dann mehrmals hintereinander machen, verschiedene Gebiete abfarmen oder ihr sagt, ihr macht das eine immer das gleiche, wartet eine halbe Stunde, macht ein bisschen Hauptstory, ein paar andere Aktivitäten, kehrt dann wieder kurz zurück und farmt euch dann auch mal wieder kurz um die 3,6, 3,8 an Geld aus der alten Welt an und könnt so natürlich verschiedene Sachen beim Handwerksmeister zum Beispiel kaufen oder auch bei den Händlern. Video kommt auch raus heute Mittag, wie ihr an die ganzen Artefaktwaffen rankommt. Das war's auf jeden Fall soweit vom Video. Ist auch ein bisschen spät. Wir haben jetzt 23.15 Uhr, wo ich für euch das Video hier noch aufgenommen habe. In den nächsten Tagen wird auf jeden Fall noch mehr zu Dying Light 2 rauskommen. Es macht mir ultra viel Spaß. Ich bin maximal drin. Desto länger man auch Dying Light zockt, umso besser wird es, weil man bessere Ausrüstung hat, mehr Skills, mehr Fähigkeiten und so weiter und so fort. Und dann rockt das Spiel schon wirklich richtig. Das war's soweit von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wer mehr sehen will, einfach auf dem Kanal vorbeischauen. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.